Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Colourpop Mystery Box, die es eigentlich noch zu kaufen geben sollte. Also 49 Dollar hat die nämlich gekostet. Ich habe sie hier und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Also, Colourpop Mystery Boxen erscheinen immer mal wieder. Ich informiere euch hier im Community-Tab, ich informiere euch aber auch auf Instagram, dass ihr dann Bescheid wisst, wenn die dann entsprechend auch verfügbar sind. Es ist so, dass Colourpop meistens dann auch so eine versandkostenfreie Abgrenze hat. In dem Fall waren es, glaube ich, 60 Euro, sodass ich da auch ein paar Produkte dazu bestellt habe. Ich empfehle euch einfach immer so ein bisschen vorab zu rechnen, dass ihr dann auch kalkulieren könnt, was ihr dann an Einfuhrzollabgaben habt. Das ist in dem Fall gewesen 19% plus 6 Euro, was man halt an DHL bezahlt, weil man bezahlt es ja direkt an der Haustür, an den DHL-Boten, ne? Und bei mir waren es 66 Dollar, die ich halt quasi für alle Produkte zusammen bezahlt habe. Umrechnungskurs, bla 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 bla. Und dann habe ich 17,57 Euro. Ja, ich habe 20 Euro bezahlt, weil dann hat der DHL-Bote noch ein bisschen was für die Kaffeekasse halt gehabt, so, ne? Ich hatte es auch einfach nicht klein. Und dann, genau, hat er das mitgenommen, hat er mir das Paket gegeben, alles tutti. Mittlerweile verpackt Colourpop das eigentlich auch wirklich sehr, sehr gut. Also wir haben sehr viel Verpackungsmaterial mit dabei. Letztes Mal ist, ich glaube, ein oder zwei Paletten sogar kaputt gegangen. Das ist dann manchmal so eine Sache, weil der Weg ist schon ziemlich weit, ne? Genau, also was ich halt dazu bestellt habe, war zum einen, weil es halt reduziert war, diese Hokus Pokus 2 Dinger, das sind so, ja, Klipse für die Haare als Öhrchen. Ich habe da jemand ganz Bestimmtes im Kopf, dem ich das schenken möchte. Ich glaube, die haben echt nur ein Apfel und ein Ei gekostet und deswegen sind die mit in den Einkaufskorb gewandert. Außerdem habe ich mir die neue So Elemental Palette bestellt. Das ist diese hier, die hatte ich auch schon bei Angelica Nyquist gesehen. Eine YouTuberin, der ich sehr, sehr gerne folge und deren Code ich auch immer gerne verwende. Angeschka gibt, glaube ich, generell 5 oder 10%, je nachdem, welche Produkte man halt so kauft. Ne? Genau, ja, das ist die sehr kühle, sehr blaue Palette, die so ausschaut. Finde ich echt hübsch. Also es ist nicht so, als hätte ich nicht von Colourpop oder von sonst irgendwem schon so eine kühle Palette. Aber ich fand sie sehr ansprechend, auch von den Swatches her. Und ich glaube, das kann auch wirklich was werden. Man sieht auch ein bisschen, dass dieser Ton so ein bisschen hier rausgebröckelt ist. Also dass der auch oder rausbröckeln wollen würde. Ist er jetzt natürlich noch nicht ganz, ne? Aber dieses eisige Blau, ihr seht es heute auch, ich hatte heute auch so ein bisschen Lust. Ich habe mich hingesetzt und ein bisschen YouTube geschaut und dabei mich geschminkt. Eigentlich habe ich so ein paar Base-Produkte ausprobiert, weil da was im Gange ist, Leute. Mhm. Und genau, da habe ich dann einfach hier von Cosmic Brushes die Serenity-Palette verwendet und gar nicht groß drüber nachgedacht. Und dann ist dieser Look entstanden. Ich habe mich so ein bisschen an dem Äußeren orientiert, aber die Palette gibt es leider gar nicht mehr. So, apropos, gibt es leider gar nicht mehr. Das ist halt die Sache. Sehr viele der Produkte, die wir in diesen Colourpop Mystery Boxen finden, sind so gar nicht mehr verfügbar. Wir werden hier einen relativ hohen Warenwert bekommen. Wir werden hier auch sehr viele Produkte erwarten dürfen. Das steht auch online immer, wie viele Produkte, welcher Warenwert und so weiter. Ne? Wir müssen aber davon ausgehen, dass viele der Produkte, vor allem die Lidschattenpaletten, nicht mehr so verfügbar sind. Das heißt, das sind keine aktuellen Paletten oder so. Ne? Genau. Das nur so vorab. Ich glaube, das interessiert die ein oder andere mal. Ich packe das jetzt mal aus. Also, etwas, was ich total praktisch finde, ist hier so ein Pinsel. Ich mag die Pinsel von Colourpop auch eigentlich wohl ganz gerne. E7. Und diese Pinselform ist auch wirklich sehr universell verwendbar. Je nachdem, was für eine Qualität die Lidschattenpalette hat, die man verwendet, kann man damit entsprechend zum Beispiel hier in der Crease den Ton auftragen, so ein Packing Brush gedönsen. Und wenn der Ton sich schön verblenden lässt, kann man damit auch theoretisch schon so ein bisschen den Ton ausblenden. Was man damit, der ist zwar relativ dick, aber theoretisch könnte man damit auch ein bisschen Lidschatten, Primer, hier Glitter Glue oder sowas auftragen und dann mit dem Finger halt den Lidschatten Glitzer, Schimmer auftragen. Also ich glaube, da werde ich meinen Spaß mit haben. Und die Produkte, die ich behalte aus dieser Box, kommen auch in meinen Full-Face Beauty-Boxen mit rein. Da bin ich mal gespannt, was mich hier noch sonst so drin erwartet. Okay, also Cheek Dew habe ich hier noch. Serum Blush in der Farbe Bubbles. Entweder wollte ich mir den schon mal kaufen oder ich habe den schon. Also ich weiß nicht, ob es genau diese Farbe ist, aber es kommt mir gerade sehr bekannt vor. Finde ich sehr charmant, muss ich sagen. Ne, die Farbe hätte ich mir nicht gekauft. Das ist nämlich sehr, sehr dunkel. Oha. Jau. Jau, 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 Care. Also das würde ich mir, um
es passend zu machen. Erstmal Herbstfarbe für mich, definitiv, ne? Und um die Farbe für mich persönlich passend hinzukriegen, würde ich mir das einfach ein bisschen mischen, zum Beispiel mit Foundation oder mit einem Concealer, weil ich glaube, da geht die Party ein bisschen zu sehr ab. Da muss ich nochmal in mich gehen. Dann habe ich hier etwas Snitchery x Colourpop Femme Fatale, ein Lippy Kit. Oh, das ist natürlich auch eine nette Sache. Femme Fatale. Das ist sicherlich rot. Ja, sehr rot. Tada. Wow. In der Kamera leuchtet das einfach. Aber es ist ein sehr dunkles Rot. Also auch hier wieder Herbstfarbe, ne? Und das dürfte einer von diesen Lippy Sticks sein, oder? Das sind diese herausklickbaren. Nee, der ist drehbar. So schaut der aus. Muss ich halt nochmal mir Swatch-Bilder angucken, ob das eine Farbe ist, die ich überhaupt tragen kann oder will. Die Lippies in dieser Form mag ich eigentlich ganz gerne, aber wie gesagt, ich musste erstmal gucken. Jetzt mache ich ja halt erstmal das Unboxing, dass ich mit euch zusammen schaue, was das für Produkte sind, ob sich das lohnt, rechne euch das Preis-Leistungs-Verhältnis aus, ne? Und am Ende muss ich dann halt beim Schnitt zum Beispiel gucken, wie da die Swatches sind und ob ich das dann auch wirklich behalte, weil das ist sonst halt irgendwie ein bisschen traurig, ne? Hier habe ich ein Lipstick, Lux Lipstick in der Farbe Digital Twin. Okay. Also hier sind auch wirklich abgefahrene Töne teilweise drin, die, ne, vielleicht auch gar nicht so gut liefen, sodass halt Colourpop damit so ein Stück weit auch das Lager leer kriegen möchte. Und das scheint auch irgendwas aus einer Limited Edition zu sein. Genauso wie das, was ich jetzt ja gerade auch mit dem Lippy Kit hatte. Oh, nee. Das ist eine schöne, helle Leberwurstfarbe. Und das kann man auch sehr schön kombinieren mit dunklen Liplinern. So eine ähnliche Farbe trage ich auch gerade auf den Lippen. Da habe ich von Nabla den Jelly Lipstick in der Farbe Luna drauf. Und das könnte farblich ganz gut matchen tatsächlich sogar, ne? Dann habe ich hier ein Augenprodukt, glaube ich, drin. Ja, ein Liquid Liner in der Farbe Make Love. Make Love quasi, ne? Das sind diese hier. Die sind auch sehr, sehr gut. Und wir haben, glaube ich, in jeder Colourpop Mystery Box auch immer irgendwie sowas drin. Aber halt in echt abgefahrenen Farben. Das hier dürfte ein Gelb sein. Also ja, gut, für extravagante Looks, für ausgefallene grafische Looks kann man sowas definitiv verwenden. Aber ich glaube, dass man das bei mir halt nicht so ultimativ sehen wird. Ne? Also ich hatte letztes Mal, glaube ich, ein Grün drin. Da habe ich schon mehr Vertrauen drin gehabt. Kannst du zum Beispiel auch so als Verlängerung auftragen auf dein Auge, wenn man halt hier so den Inner Corner hat und dann vom Inner Corner so weitergeht an dem Augenbrauenknochen entlang und das dann mehr oder weniger hier hinten so trifft oder keine Ahnung, kann man halt machen, wenn man möchte. Aber da würde ich dann eher deckendere Sachen nehmen. Ich glaube, mit so einem Gelb kommt man da nicht ganz so weit, wobei man könnte es auch ganz gut kombinieren, wenn du dir nur einen schwarzen Eyeliner ziehst und das dann so da drüber machst oder so. Das kann ganz schön aussehen, ist aber nicht ganz so mein Vibe, ne? Also ich mag es gerne mit offensichtlich kompletten Lidschattenlooks. Ja, selten, dass ich nur mal einen Liner trage. Dann habe ich hier auch einen von den Colorsticks drin. Genau, oh ja. In der Farbe Coffee Shop. Oioioioioi. Ist das ein Lippy? Dann ist es ein bisschen zu dunkel für mich. Wenn das das ist. Also, das sieht halt sehr dunkelbraun hier aus. Oder ist es für die Augen? Creamy Matte. Vielleicht ist es... Oh, das hat das Puffelding hier oben mit rausgenommen. Okay, dass der halt oben nicht dran ditcht. Da ist dann oben wohl ein Puffelding drin, ne? In der Kappe. Also wenn das nur für die Augen gedacht ist. Na gut, huch, muss ich mal gucken. Könnte das was sein? Ja, mal schauen. Der ist jetzt hier so ein bisschen natürlich out of order, ne? Weil der so ein bisschen auch aus der Verpackung rausgeditscht ist. Es ist halt ein langer Weg, den solche Produkte halt zurücklegen müssen bis nach Deutschland, ist keine Frage. Dementsprechend, verzeihe ich es den Produkten. Ich muss gerade hier versuchen, das wieder reinzufusseln. wenn das nicht so hundertprozentig, das kriege ich hier nicht wieder rein. Jetzt kriege ich das nämlich wieder raus. Was ist denn hier los? So, wenn das halt nicht hundertprozentig unbeschädigt dann quasi hier ankommt. Nee, ich glaube, das ist so ein Augenstift. Und da kann ich mir vorstellen, damit auch einen leichten Look zu schminken. Und dann haben sie sich das gut überlegt mit diesem Gelben, weil ich glaube, dass das in Kombination auch gut funktionieren könnte. Wir sind aber hier noch nicht fertig, denn ich habe hier zum Beispiel drei Paletten gleich noch drin.
Ich glaube, die Inhalte unterscheiden sich immer so ein kleines bisschen, aber grundsätzlich sind sie sehr ähnlich. Dann habe ich hier noch eine Limited Edition, Super Shock Cheek, Colourpop X Miral oder Miral Just Plain, Super Shock Blush. Wir hatten jetzt zwar schon Blush drin, ne? Das ist jetzt nicht so ganz ausgewogen. Zwei Lippenprodukte, zwei Blushes. Naja gut, dafür drei Lidschattenpaletten läuft bei ihm. Ne? Das ist auch wieder so ein schreiender Ton. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass das natürlich so Töne sind, die jetzt nicht so unbedingt gut gegangen sind. Bei mir wäre das auch viel zu knallig. Bin ich vollkommen ehrlich, ne? Das ist auch nicht so meine Farbnuance. Da bin ich dann eher bei anderen Tönen unterwegs. Aber ich glaube, dass dieser Blush auch nicht nur spielen will. Der sieht schon sehr intensiv aus. Dann habe ich hier noch, auch aus dieser Snitchery X Colourpop Limited Edition, die ich ehrlich gesagt auch gar nicht mitbekommen habe, Final Girl Super Shock Shadow Duo. Ah, diese Super Shock Shadows sind ja auch sehr, sehr beliebt. Einmal Main Character Energy und Plot Twist sind hier die Farben. Mal gucken, wie die so aussehen. Oh. Die kannst du auch schön kombinieren. Okay, das ist aber auch sehr aufregend. So schauen die beiden Farben aus. Auch sehr kühle Töne, die jetzt auch zu meinem Look gerade passen würden, ne? Nicht von schlechten Eltern. Da muss ich nochmal überlegen, ob ich die brauche. Ansonsten wandern die halt weiter in meinen Monolith-Schatten-Adventskalender, den ich dann zum Ende des Jahres verlose, ne? Wäre ja auch nicht verkehrt. So, jetzt kommen wir mal zu dem Highlight des Ganzen, die Lidschattenpaletten. Das ist auch immer so ein bisschen mein Anreiz, das einfach mal auszuprobieren, die Box mitzubestellen. Da habe ich jetzt zuallererst die So Fly Pressed Powder Palette, die wirklich sehr hübsch aussieht. Da haben wir eine Libelle vorne drauf. Und da bin ich auf die Farben sehr gespannt. Das sieht jetzt optisch von außen erstmal nach einer eher herbstlichen Palette aus. Oh, von innen aber auch sehr, sehr schön, weil wir auch dieses, ne, ist halt meins, das Grüne. Ansonsten aber eher eine zurückhaltende Palette. Klar, wir haben hier etwas dunklere Töne in dieser Reihe, aber diese Töne sind schon sehr, sehr zurückhaltend. Ich kann mir auch vorstellen, dass man Dragon Tail theoretisch als Bronzer tragen könnte und Colorful als Blushfarbe. Also farblich würde das passen. Bei den Lidschatten muss man gucken, wie glitzerig die so sind, ob das dann halt auch als Highlighter möglich wäre. Aber sowas finde ich persönlich halt immer ganz nice, so Richtung Urlaubszeit gedacht, ne? So als Reisepalette. Das kann man auf jeden Fall sich mal anschauen. Ansonsten, das FYI heißt ja For Your Information, ist auch so ein Duochrome-Ton, so ähnlich wie das, was ich eben als Mono auch schon drin hatte. Und das ist so ein klassischer, ne? Der halt so grün-bräunlich shiftet. Also definitiv eine schöne Palette, aber nichts, wo ich jetzt sagen würde, oh mein Gott, sowas habe ich noch nicht da. Abgesehen von der Umverpackung, die ich schon sehr, sehr hübsch finde. Ne? Also alles, was irgendwie so blumig ist, was mit Tieren oder irgendwas auch mit fliegenden Geschichten zu tun hat, da bin ich halt voll mit dabei. Und da kommen wir natürlich hier zu dieser Palette. On Cloud Blue, eine Pressed Powder Palette. Ja, also On Cloud Blue. Also nicht auf Wolke 7, sondern auf Wolke Blau. Und das wird dann eine blaue Palette sein. Interessant, ist das denn vielleicht mit der So Elemental vergleichbar? Oha, die ist aber eher heller. Wunderschön. Wirklich wunderschön. Wenn man Bock auf einen blauen Look hat, wird man da auf jeden Fall fündig. Und man muss nicht zwingend dunkel werden, weil wenn man dieses True Blue weglässt, ist es eine super helle Palette, ne? Die spricht mich schon sehr an. Ich kann ja mal einfach so, ne, aus Interesse, die So Elemental daneben halten. Nee, die ist deutlich kühler. Die ist dunkler und kühler. Definitiv anders, ne? Ja, abgefahren. Die finde ich gerade richtig schön. Vor allem dieses, muss ich euch gleich wieder hochhalten, ne? Dieses D-Light, was genau in der Mitte ist, das hast du halt bei dieser Art von Paletten. Und da habe ich auch schon ein paar von. Das ist halt so ein flockiger Ton. Da muss man ein bisschen aufpassen, ne? Den baue ich mir dann gerne auf dem NYX Glitter Glue zum Beispiel auf, weil der halt nicht so seidenglänzend ist, sondern der ist halt stückiger, flockiger. Und ja, aber ansonsten ist das schon eine Palette, die nicht, also die macht keine Scherze hier. Finde ich richtig cool. Schade finde ich halt, dass wir diese wirklich sehr schöne Umverpackung von der Pappe nicht hier drauf haben, ne? Also das sieht jetzt tatsächlich von der Umverpackung nicht so schön aus wie die. So, aber das ist halt so. Ich glaube, das ist sogar eine alte Variante von den Paletten. Mittlerweile ist es halt so, dass die auch nicht diese Plastikumverpackung mehr haben, sondern wie bei der So Elemental halt diese eher
pappige Umverpackung, die sich halt auch wirklich an dem orientiert, was so ganz außen drum herum ist. Okay, und jetzt habe ich hier die letzte drin. Die hatte ich auch schon mal bekommen tatsächlich. Ich weiß gar nicht, ob ich die noch habe. Ich meine, dass ich die mal aussortiert habe letztens. Das ist die Just My Luck Palette. Die ist auch wirklich sehr, sehr schön. Aber da hatte ich halt gesagt, Mensch, da habe ich doch wohl noch die ein oder andere ähnliche in meiner Sammlung. Und hatte die dann, glaube ich, echt aussortiert. Ne? Das ist halt so eine schöne Glückspalette und die ist halt wirklich grün. Und theoretisch hat man hier natürlich dann auch echt drei wundervolle Paletten drin. Das kannst du nicht anders sagen. Also schon nicht von schlechten Eltern, ne? Genau, mir fehlte da auf jeden Fall ein bisschen mehr was Helleres, weil da werde ich persönlich, wenn ich die verwende, immer sehr dunkel und auch eigentlich immer sehr eintönig mit dieser Palette. Also das hat mich halt nicht mehr so ganz inspiriert gehabt. Aber trotzdem eine schöne Sache, dass sie hier drin ist. Ich persönlich finde es cool, dass wir drei von den 9er Paletten hier drin haben und nicht diese kleinen Quattros, ne? Die hatten wir ja sonst öfters mit dabei und dafür dann halt eine größere Palette. Ich finde die 9er Paletten einfach handlicher und ich glaube, dass da auch viele sich drüber freuen werden, auch drei verschiedene Paletten so drin zu haben. Plus dann noch die Monos und diese anderen Geschichten, die mit dabei sind. Und was ich vor allem sehr, sehr positiv anmerken möchte, ist, dass wir hier nichts aus der Gesichtshautpflege-Geschichte haben von Fourth Ray, nennt sich das, glaube ich. Das war die letzten Male sehr, sehr häufig drin vertreten und da haben sich viele drüber aufgeregt. Also wir haben jetzt eine reine Make-up-Box gehabt und das finde ich cool. Also ne, schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und dann wäre es das hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!